Ich sehe eine Insel, ihre Ufer zerklüftet, dem Feuer gewunden, aber du bist bestimmt dorthin zu kommen. Jemand wartet auf dich, ein Mann, denke ich, ein alter Freund. Duwens! Das klingt nach Duwens. Noch einmal, bitte. I see a woman with black hair. No, red hair. Very dark red. Or maybe it really is black. She'll want you to recover her. Wedding ring. When she pays you, be careful. There's a scorpion hidden in her coin purse. I know not why. Ich sehe eine Frau mit schwarzen Haaren, einen roten Haaren, sehr dunkles Rot, oder vielleicht ist es doch schwarz. Sie will, dass du ihren Ehering zurückbeschaffst. Wenn sie dich bezahlt, gib Acht, in ihrem Geldbeutel ist ein Skorpion versteckt. Ich weiß nicht warum. Ja, noch einmal bitte. I see a house. Four walls, a ceiling, a floor. All wood. If you sleep there four nights straight, your one true love will pass by in the street. Be quick, before the bard in red steals her away. Ich sehe ein Haus, vier Wände, eine Decke, ein Boden, alles aus Holz. Wenn du viermal in Reihe dort schläfst, wird deine einzig wahre Liebe auf der Straße vorbeilaufen. Sei still, auf dass der Bade in Rot sie nicht entführt. Leb wohl. Eine seltsame Laterne. Nein, wir verkaufen die Laterne nicht. Also, jetzt reden wir mal mit dir. Dieser lasche Batzo. Die junge Zauberin hält die Arbeitsfläche fest, als ob sie entweder darüber schwingen oder sie in zwei Stücke schlagen will. Imp, davon hast du nichts gehört, Ack. Der Imp wurmelt in seinem dunklen Klingelturm vor sich hin. Genau das habe ich mir auch gedacht. What am I going to do? Think, Fasina. Was soll ich nur machen? Denk nach, Fasina. Mit einem tiefen Seufzer zerrt sie an ihre Haussträhne. Was soll hier das Ganze? Sieht so aus, als ob dein Kunde vergessen hat zu zahlen. Ach, very funny. Ach, sehr lustig. Just took Rokawa's fingers, which is no joke to me. Ach, sehr lustig. Bertino hat gerade Rokawas Finger mitgenommen. Für mich ist das kein Witz. He must have wanted to raise some fast coin. Arkemi will flay me alive over those damned gloves. Er wollte sich wohl schnell Geld beschaffen. Akemir wird mir wegen dieser verdammten Handschuhe die Haut bei den Jüngern leider abziehen. Fasina stützt die Stirn in die Hände und seufzt. Warum braucht er das Geld? Er sagt, dass er in debt to a Raotian captain by the name of Hamuto Stoneheel. By all accounts a deadly serious man. Er sagt, dass er bei einem raotaischen Captain namens Hamuto Steinferse Schulden hat. Ein Bericht nach ein todernster Mann. Komisch, dass die Konstrukte ihn nicht wegen dem Stehen angegriffen haben. Is it strange? I don't know. Go consult Archimedes Grimoire if you're that curious. Ist es komisch? Ich weiß es nicht. Geh und befrage Archimedes Zauberbuch, wenn du so neugierig bist. Sie nimmt nervös jede Gelegenheit, in die andere Richtung zu schauen. Was verschweigst du mir? Not that it's any of your business, but Bertenno used to spend a lot of late nights here. Nicht, dass es dich was angeht, aber Bertenno hat hier viele lange Nächte verbracht. Fasina hustet in die Faust und weicht deinen Blick bewusst aus. I got into the construct's guts and marked off Bertenno as a safe visitor, so they would not attack him. Ich bin in das Innere der Konstrukte gedrungen und habe Bertenno als sicheren Besucher gespeichert, damit sie ihn nicht angreifen. And before you ask, no, I will never do this again. Und bevor du fragst, ich werde das niemals nochmal tun. Sie verschränkt geschlossen die Arme. Warum sind diese Handschuhe so wichtig? You do not know Archimir, do you? He is as cheap as a Wodican clerk. Ah, sehr schön. Du kennst Akemir nicht, oder? Er ist so geizig wie ein vodikaischer Beamter. Whatever he loses from those gloves, he will take out on me. Somehow. Was auch immer er an diesen Handschuhen an Verlusten macht, würde bei mir abgleichen, irgendwie. Ich hole dir die Handschuhe zurück. You will? If you are expecting some payment or reward, I do need to keep this under wraps. Das wirst du. Wenn du irgendeine Bezahlung oder Belohnung erwartest, ich muss das Ganze geheim halten. Ein kleiner Rabatt wäre ein netter Anfang. Sagen wir einfach, ich tue einmal eine tägliche gute Tat. If there's a burden on your conscience, then I am not opposed to you offloading it on my behalf. Wenn du eine Last auf dem Gewissen hast, dann würde ich nichts dagegen sagen, dass du diese zu meinen Gunsten ablegst. I do not know where Bertenno fancies his goods, but he mentioned an appointment at the Bras Citadel Docks. Ich weiß nicht, wo Bertenno seine gestohlenen Güter vertreibt, aber er hat eine Verabredung an den Docks der Messing-Zitadelle erwähnt.
Fasina beißt sich auf den Daumennagel und blickt zur Tür. Sie scheint zu wünschen, dass die Tür einfach aus ihren Scharnieren bricht und sich öffnet. Hamuto Stonehill must be as dangerous as he sounds, or else Bertenno wouldn't be so panicked. Hamuto Steinferse muss wohl so gefährlich sein, wie er klingt, sonst würde Bertenno nicht so panisch sein. Erzähl mir von dir. I am the apprentice of he of many colors. That's plain old Archimer to you. Ich bin ein Lehrling dessen mit vielen Farben. Für dich ist das einfach nur der alte Archimer. Archimer ist ein weltberühmter Erzmagier, ah ja. What few spells I know have names like Archimer's Dripping Scourge or Archimer's Malevolent Codpiece. Die wenigen Zauber, die ich kenne, haben Namen wie Archimer's Tropfende Landplage oder Archimer's heimtückischer Hosenlatz. He made me conjure a household staff of imps. Horrible, chittering things. Er hat von mir verlangt, ein ganzes Hausgesinde aus Imps herbeizubeschwören. Es waren schreckliche, schwarzhafte Wesen. I think it's because he knows I hate them. Ich glaube, der Grund ist, dass er weiß, wie sehr ich sie hasse. Fasina seufzt und wartet geduldig darauf, dass du endlich etwas sagst. Du verwendest aber viele Höflichkeitsformen, wenn du über Archimer redest. He makes me call him by the titles he's earned in his long career. Ach, er lässt mich ihn mit seinen Titeln anreden, die er sich über eine lange Karriere verdient hat. I can also call him by the titles I've made up since the start of my apprenticeship. Ich kann auch ihn mit den Titeln anreden, die ich mir seit dem Anfang seiner Lehre ausgedacht habe. Sie grinst und blickt nach rechts und links. He is the bringer of foul wind, the teeth of suckling imps and the herald of dirty slippers. Für mich ist er der Bringer des faulen Windes, die Zitze der saugenden Imps und Vorbote von dreckigen Pantoffeln. Ich habe Fragen zu deiner Zwangslage. Bertenno stole Rokawa's fingers to pay off his debt. If Archimer finds out, he will boil me into broth for his imps. Bertenno hat Rokawa's Finger gestohlen, seine Schulden abzubezahlen. Wenn Archimer das herausfindet, wird er mich in einer Brühe für seine Imps einkochen. Zurück zu meiner anderen Frage. Ja, zeig mir mal, was du zu verkaufen hast. Das ist ein netter Schild. Angriffsbindung, Schildabwehr, durch kritische Treffer erlitten. Oh, schön. Das hier? Ein Zauberbuch, okay. Das ist ein Kampfstab. Ein singender Säbel. Das ist ein Säbel für Sänger, okay. Noch ein Zauberbuch, ein Dolch, Zauberanker. Alle plus 5 auf alle Verteidigung geben Zauber. Gibt Zauberlager. Was ist Zauberlager? Beschwört bei Gelegenheit eines Kampfes eine zufällige Schriftrolle in einen leeren Schnellslot. Die Schriftrolle verschwindet, wenn der Kampf endet. Oh. Gwyns Hochzeitsrumpfband ist auch für die Taille. Eine leuchtende Adrakamee. Adragan. Mhm. Beschwört einen Adragan. Guter Kampfstahl, bringe der fokussierenden Flamme. 10 Genauigkeit mit Feuerangriffen. Sehr viel Zeug eigentlich. Ja, mich interessiert vor allem das Schild. Und deswegen werde ich den dunklen Schrank mir auch mal aufschreiben. Dafür bin ich in. Im Aussichtspunkt. Notizen, Händler. Nekataka. Aussichtspunkt. Schrank einfach mal. Schild. Gut. Das ist das, was mich gerade am meisten interessiert, das Schild. So, hier oben wird wahrscheinlich Schäferhausen? Nö. What this is? At once. I'll try my best. Hope that helps. Indeed. Nö, aber hier ist ein Trollhautgürtel. Ah. Regenerationsgürtel, also ein Gesundheit pro 6 Sekunden, das ist nicht mal schlecht. Und jede Menge Geld.
da sie eh noch nicht zum Detail trägt. Die Maske sieht furchtbar aus. Aber ohne ihre Kutte sieht sie noch komischer aus. Die gute Robe. Sie hat aber ihre eigenen Gewänder und Alof sicher auch. Ja, und Seraphin, ja. So, da ist noch was. Fassinas Tagebuch. Das Ende dieser Lehre. Madiko Akemir spart sich die mühsamsten Aufgaben für mich auf. Sollte ich nichts von dieser Herausforderung lernen, so muss ich einen Weg finden, wenigstens ein bisschen Spaß zu haben. Wann immer Akemir behauptet, sich ernsthaft seinen Studien zu widmen, sehe ich ihn, wie er mit einem Scheingesicht durch die Hallen wandert, um seine Imps hinters Licht zu führen. Das klappt jedes Mal. Manchmal glaube ich, er ist ins Todesfeuer gekommen, um mit diesen garstigen kleinen Dingern allein zu sein, und er ärgert mich, weil ich ihm den Spaß daran verderbe. Kurz nachdem er die Stadt verlassen hat, habe ich eine der Roben gestohlen, die er in seinem Schlafzimmer aufbewahrt. Die Imps dachten, ich wäre ihr Meister, haben mich den restlichen Nachmittag über mit Käse und Bier gefüttert. Natürlich habe ich die Robe zurückgebracht, als ich fertig war. Ack, vielleicht ist es noch nicht zu spät, um mich zu amüsieren. What can I do? Gut, zacken wir das alles mal ein. I'd be glad. Und dann wieder raus hier. So, was hast du? Achso, du warst die Erfrischung. Du warst die Erfrischungsfrau, ja. Ich kauf noch mal so 20 Milch. Danke. Schiffsmenü bitte. Oh, ich habe ein Valera-Segel. Wo habe ich denn? Ach so, vor dem Valera. Gut, damit habe ich ein neues Segel. Permanente Ausbauten. Das kommt dann wahrscheinlich hier rein. Nee, das El hatte ich mal zurück. Und den Reis erstmal auch. Ich kann aber mal ganz kurz in die Kochsachen reingucken. Könnte der gebratene Hackfresse machen? Ja, komm, fertigen wir mal eine gebratene Hackfresse an. Ich könnte sogar ein Kappa-Team machen, aber keinen Matrosenbrei, weil dafür brauche ich Bier. Und Schiffszwieback loszuwerden. Ich glaube, ich verkaufe einfach das Wasser, den Schiffszwieback, oder ist es weg? Wobei das Wasser nicht, aber. Weil ich Wasser brauche ich für bestimmte Rezepte. Aber den Schiffszwieback brauche ich nur für das eine Rezept und. Da verbrauche ich ehrlich gesagt nicht so viel und ich will meine Leute eigentlich kein Schiffszwieback verfüttern. Welches sich nicht vermeiden lässt. Also ja, Schiffszwieback werde ich wahrscheinlich bis auf so 20 alles verkaufen. Kann ich ja sogar hier, nee, hier nicht machen, über die Karte machen. Hier nämlich kann ich Vorräte verkaufen.
unter Nahrung. So, dann bleiben 25 übrig und ich bin den Schiffszwieback los. Wo wollte ich? Ich wollte da unten lang. Stimmt. Das ist Akimirs Anwesen. Direkt daneben. Das Riesenteil. Okay. Eine Metallschmiede. Hot razor skewers, crusted swordfish. Oh, der verkauft Essen. I say, fresh and hot, spice to the tongue of outsider and local alike. Frischer Fisch, heute erst gefangen. Der zappelt noch und ist schön heiß. Egal, ob du noch nie einen Fisch gegessen hast oder dir vor lauter Fisch schon die Schuppen wachsen, mit meiner Spezialgewürzmischung schmeckt er allen. Der Händler zeigt auf die glühende Kohle in seinen Wagen. Ein würziger Duft steigt aus dem Bündel mit gefüllten Blättern heraus. Da zeig mal, was du hast.